Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen weiter mit der Fortnite Rettet die Weltgeschichte und dazu schalte ich direkt mal hin. Hier sind wir schon und es geht direkt los. Es lädt wieder mal. Ach, es geht schnell diesmal. Was haben wir denn nun schon wieder? Neuigkeiten, die machen wir später. Ihr könnt sie dann auch mal später angucken in den Lives, die ich mache. Da gibt es Ziegen. Wir sammeln alles ein, wie immer. So, das haben wir weg und das müssen wir jetzt noch machen. Ich hoffe, dass wir schnell durchkommen. Auftragsbeschreibung. Also wir sollen euch was durchsuchen und das machen wir jetzt. Man kann ja auch hier drauf klicken. Da haben wir die Auftragsbeschreibung. Ja, was weiß denn nicht. Wir fangen einfach an. Wir gehen schon auf der Reihe. Ich bin gespannt, was wir jetzt zu wo wir jetzt landen. Es dürfte ja eigentlich so wie vorhin das letzte Mal gewesen sind. Wir werden es gleich sehen. Das Schicksal der Welt hängt jetzt von dir, mir und einem Typen aus der IT-Abteilung ab, der, realistisch gesehen, vielleicht nicht mehr unter uns weilt. Ich habe seinen letzten bekannten Standort auf der Minikarte markiert. Schauen wir uns das mal an und hoffen wir auf das Beste. Minikarte. Wie soll ich da denn hinkommen? Achso, wir sind ja durchsuchen. Können wir einfach sagen, dass solche Viecher rumrennen? Doch, aber überhaupt nicht.
Irgendwo noch ein I. Jetzt. Ja, das kann man mitnehmen. Was ist das denn? So, wir gehen mal zum Standpunkt irgendwie. Ich hoffe, dass es funktioniert. Das ist ein Ding. Sie greifen an! Hilfe, bitte! Greif in. Widerlinge! War? Das ist aber nicht sehr erhebend. Mal sehen, was drin ist. Und das ist noch weniger erhebend. Schauen wir uns mal um. Ja, was soll ich denn hier umschneiden? Hier ist doch gar nichts. Gute Arbeit! Ab zur Erkundung. Sieht verlassen aus. Was piept hier? Na endlich! Das ist ja Wintertech-Ausrüstung. Was macht die denn hier? Schau dir mal den Computer an. Ja, das machen. Was soll ich denn machen? Wo ist denn der Computer? Wow, interessant. In Vorbereitung auf den Sturm haben die Wintertech-Labore experimentelle Waffen entwickelt. Normalerweise würde mich sowas stören, aber heutzutage fahre ich voll drauf ab. Dieses Labor hat an einem Projekt mit der Bezeichnung Atmosphärenlaser gearbeitet. Ich habe die Skizze runtergeladen. Probieren wir's aus. Zur Initiierung brauchen wir etwas Blue Glow, um die Waffe mit Energie zu versorgen. Im Labor sollte einiges sein. Ich habe da so eine Ahnung, dass wir uns einen Vorrat an Patronen zulegen sollten. Na schön, muss ich die hernehmen? Es gibt zwei Arten, Kugeln herzustellen. Du kannst dein Inventar öffnen und die Kugeln auswählen, die du herstellen möchtest. Du kannst auch deine aktuelle Waffe nachladen, um die nötigen Kugeln herzustellen. Lass uns Kugeln herstellen. Was haben wir noch mit das Zeug ein, okay? Und dann müssen wir mal gucken, wie wir Kugeln herstellen. Aha. Wo kann ich Kugeln? Wir sind soweit. Ich habe das Ziel auf deiner Karte markiert. Schön wieder, ich heiße Markierungen. Sehen wir mal auf. Mit diesen Spielzeugwaffen soll ich quasi. Also gar nichts da. Schon alles weg. Habe ich schon alles abgeholt. Kann ich nicht durch die Wand gehen, um alles probieren.
Ja, Wand kaputt. Oh, ich habe noch eine Wand gefunden. Vielleicht müssen wir doch hochgehen. Geht nicht, doch, gemein. Schwertschärfen. Das sind wirklich Dinger. Mach dich zum Ziel auf, wenn du bereit bist. Da ist das Ziel. Laut Laborcomputer platzierst du den Atlas auf dem Ziel, gibst Blue Glow hinzu und wartest. So, ich mach einfach so, was soll ich. Passiert jetzt wieder. So macht man das. Bereite dich auf einen Angriff aus dem Westen vor. Baue Westen. Ein paar einfache Befestigungen, um den Atlas zu schützen. Dieser Sturm wird stärker sein als der, den wir am Außenposten gesehen haben. Also, ob ich das jetzt so hinkriege? Möglichkeiten, eine Festung zu bauen. Du kannst deine Bauwerke bearbeiten, um Fenster und Türen einzubauen oder das allgemeine Design zu ändern. Ja, im Bauen-Menü kannst du auch Fallen platzieren. Wenn ein Gebäude beschädigt wird, kannst du es mit der entsprechenden Ressource reparieren. Eigentlich ist es Tür, normalerweise misst es Tür. Das zu nehmen. F3. Achso, jetzt kann ich das jetzt so machen. Ja, ist egal. Mach das jetzt einfach so. Ich weiß nicht, ob ich genug Zeit habe dafür. Was mehr habe ich nicht? Ich weiß, er lacht mich alle wieder aus mit meinen komischen Bauwerken. Und dann habe ich nicht mehr. Muss man stehen nehmen. Ja. Treppen. Eine Treppe habe ich eigentlich. Jetzt komme ich an. Ist da eine Treppe? Muss hier hin? Ne, da muss keine Treppe hin. Da muss Züge gemacht werden.
Viel Zeug haben wir nicht, also muss ich schön sagen. Gute Arbeit. Leg Blue Glow in den Atlas ein. Missionskontrolle öffnen, wenn du bereit bist zu beginnen. Ja, ich bin überhaupt noch nicht bereit. Hier überhaupt bist du mal. Vielleicht wird es mal Regen, das ist das Problem. Den Deckel kann ich nicht mehr zumachen, oder? Das geht nicht mehr, geht. Okay. Dann können wir es wegmachen, das ist ja nichts. Also es war ein bisschen missklickt um meine Konstruktion. Und komme ich auch rein. Ich glaube, ich weiß, wo ich die Tür hingebaut habe. Sich ist es Zeug und ein Leben. Gibt es ja nicht. Wir fangen einfach an und dann muss ich essen. Eins. Das ist genug, Blue Glow. Da sind die Höhlen. Und Kerntemperatur extrem. Oh oh. Alles unter Kontrolle. Noch. Gott, das will ich so eine Scheiße. Der nächste bitte.
Nee. Durch die Wolken durch. Geht doch nichts über bedenkenlose Hobbywissenschaft. Ist das Wurst schön? Wir sollten uns noch ein paar von diesen wunderschönen Himmelslasern zulegen. Nee, halt nicht. Das war schlecht. War eine schlechte Runde. Ich hab auch nichts gewinnen, quasi. Halleluja. Also das war jetzt Fortnite rettet die Welt. Und ich habe komisch gebaut. So, bin mal gespannt, was mir jetzt blüht, was ich jetzt noch erreicht habe. So, packen wir Drohnen aus, nicht, Leute? Nicht los. Was mache ich jetzt wieder? Ich will nicht aufhören. Dann wird gleich sehen, wo wir jetzt hin gelangen. Das ist halt, wenn man nicht liest. Na, ist richtig. Es ist richtig. Also viele Büchsen habe ich diesmal nicht gekriegt. Gold. Ich habe Gold. Ich löbe es nicht. Was mache ich denn mit Gold? Kann ich das 1000 Euro oder so? War ich ganz nett. Und wieder komische Stecker, als es ist. Ich werde es merken, ne? Na also, der Atlas gibt uns Zeit zum Durchatmen. Das ist oh, gut. Oh, hey! In einer dieser Windertech-Dateien war ein Upgrade deines Erntewerkzeugs. Wenn du das nächste Mal was abbaust, achte auf Schwachstellenmarkierungen. Erwisch sie mit der Hacke. Sollte sich lohnen. Ja, das ist, du hast ja vollkommen recht mit der Hacke. Aber das Problem ist mit der Hacke, dass die Punkte immer weghüppen. Ja, automatisches Auffüllen, alles gut. Ja, will ich ja alles haben. Auftrag abgeschlossen. Was will ich denn? Was ist das denn? Was will ich denn mit den Dingen? Ich bin in der Steinzeit. Ja, man frisst mir die Kappe. Mir kam zu Ohren, dass ihr dringend einen Sturmanalysten sucht. Tja, ihr habt Glück. Ich habe übrigens die Lightshow gesehen, die du neulich veranstaltet hast. Ordentliches Feuerwerk. Aber ich mach's noch besser. Das glaub ich. Tatsächlich. Sie selbst. So, jetzt müssen wir mal gucken, was jetzt irgendwie wir spielen. Jetzt mal gar nicht. Das ist ja. Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen das nächste Mal weiter. So. Und zwar machen wir dann mit der Zentrale weiter. Durchforsten wir das Ding mal. Oder das Ding. Ach, das ist ja so die Hobby-Geschichte. Ja, mal gucken, was wir hier so haben. Ich nehme die, die ist viel besser. Jetzt kann ich da kann ich auch den Skin so ein bisschen verbacken. Nämlich die Olcha hier, das ist ganz lustig. Rucksack von mir aus. So. Habe ich alles richtig gemacht? Ich weiß nicht, ob man so eine Ballerei oder so ein bisschen. Ne. Gut, da geht's halt. Ne. Ich weiß, das ist eine komische Hacke hier, aber. Dann nehmen wir das Robert. So, ich denke, ach, sind seid so zufrieden. Es gibt auch ein Lärmschiff. Ich habe nichts zu verbergen. Ja, ich habe ein Telefon verschluckt. Ah ja, Schau dir das Lama ganz genau an.
Dieses, dann kaufen wir das Lama noch hier. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, du hast, worauf es ankommt. Was will ich denn? Ich könnte wirklich dir gehören. Hui, ganz schön gruselig. Adios, viel Spaß damit. Was ist das jetzt? Was ist denn das? Kann ich das jetzt auch schön irgendwie? Ne, das geht wahrscheinlich nicht. Das geht. Was ist das? Wie sicher sind nochmal diese Röntgenstrahlen? Du kriegst, was du siehst. Wenn ich jetzt da einfach drücke, da geht's nicht. Da muss ich dann das teilen, oder? Ich habe ein komplexes Innenleben. Naja. Gelände. Jetzt kriege ich wirklich nichts mehr. Ja, hier, nee, da auch nicht. Nee. Gut, fertig. Das ist doch R immer noch eins. Steht für Röntgen. Ja, nimm es mit nach Hause. Was soll ich denn mit nach Hause nehmen? Da geht was immer rein. Was passiert hier gerade? Ich hacke dieses Ding kaputt. Also ich habe keine Ahnung, was ich überhaupt dort treibe. Nun, so bin ich. Bekomme ich dadurch Superkräfte? Ja, nimm es mit nach Hause. Aus diesem Holz bin ich geschnitzt. Mit 50 über, da muss ich dann bezahlen. Das machen wir nicht. Das hätte ich gebraucht, ja. Das ist Waffenlager, gucken wir euch definitiv das nächste Mal an und dann gehen wir, dann gehen wir auch definitiv in den Kampf. Und dann werden wir sehen, wie wir dann weiter fortfahren. Wieso hin? Wie komme ich denn noch weiter zurück hier? Keine Ahnung. Doch hier, hier muss ich dann drauf drücken und komme ich quasi zurück. Ja, bis dann. So Freunde, das soll es gewesen sein mit den interessanten Spielen. Wie gesagt, nehmen wir es nicht ganz so übel. So viel Ahnung habe ich da drin nicht, deswegen mache ich ja das Ganze und gucke mir das an. Aber ich denke, das ist genau das Lustige daran. Dann würde ich sagen, wenn es euch Spaß gemacht hat, den Daumen nicht vergessen und den Daumen nach oben und das Abo nicht vergessen, besonders auf den WinLive-Kanal, das ist ganz wichtig, und die Glocke dazu, damit ihr kein Live verpasst. Und genau das gleiche gilt natürlich auf meine zwei anderen Kanäle, also diesen hier und den Dr. Win. Schaut einfach auf meinen Kanal, da findet ihr die Kanäle schon, die zu mir gehören. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.